Hey Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Wie ihr schon im Titel gelesen habt, geht es heute mal um meine Gesichtspflegeroutine bzw. um meine ganze Hautevolution, sag ich mal. Denn meine Haut war nicht immer jetzt so, wie sie jetzt ist. Ich muss sagen, das ist wirklich das Beste, wie sie seit Jahren ist. Und das ist jetzt tatsächlich auch schon echt lange. Deswegen glaube ich, kann ich euch wirklich mal sagen, was ich gemacht habe, damit sie jetzt so aussieht, wie sie jetzt aussieht. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Vorab möchte ich natürlich sagen, dass das meine Erfahrungen sind, beziehungsweise meine Haut ist. Das heißt, es kann sich natürlich auf eure Haut nicht genauso eins zu eins übertragen lassen. Und alles, was ich hier an Empfehlungen ausspreche, sind natürlich persönliche Empfehlungen. Und ich kann euch nicht garantieren, dass es für jeden das Gleiche bewirkt. Zuerst werde ich euch meine Fehler auflisten, also alles, was ich falsch gemacht habe, was ihr vielleicht nicht unbedingt machen solltet. Dann werde ich zu meinen Tipps kommen, was man von innen heraus tun kann, damit die Haut besser wird. Und das Letzte wird dann meine Gesichtspflegeroutine sein. Beziehungsweise ich zeige euch dann die Produkte, die ich benutze und auf die ich schwören kann, auf jeden Fall. Also mein erster größter Fehler war wirklich, ich habe mir ständig ins Gesicht gefasst. Also ich weiß nicht, in der Schule, wenn man da sitzt, dann macht man halt mal so, stützt sich auf oder irgendwie so, fährt sich durchs Haar, fährt sich durchs Gesicht, fasst sich einfach ständig an. Ja, was halt so mein Problem war, ich habe mir halt immer ins Gesicht gefasst und das hat natürlich dann erstmal bewirkt, dass ich auf der Seite zuallererst hier Pickel bekomme, weil ich immer hingefasst habe und dann immer wieder aufs Handy fasst und dann wieder ins Gesicht. Man wäscht sich ja nicht ständig dazwischen drin die Hände, deswegen, genau, war das auf jeden Fall nicht gut. Die zweite Sache, die ich definitiv auch hätte lassen sollen, war viel zu aggressive Gesichtsprodukte zu benutzen. Also ich habe wirklich austrocknende Sachen benutzt. Ich habe so eine Bürste benutzt, die viel zu rau war. Also die hat vielleicht, keine Ahnung, ich hatte da auch noch nicht so viel Geld. Ich habe mit dem Taschengeld ja die Sachen gekauft. Vielleicht hat die, keine Ahnung, 3-4 Euro kostet diese Bürste. Das war so eine ganz normale, so die man halt so benutzt. Und ich habe immer so diese ganz raue Seite benutzt. Und auch noch so ein Peeling oder so ein raues, austrocknendes Gesichtsreinigungscreme-Teil. Und es hat meine Haut so ausgetrocknet. Und ich hatte damals zwar ölige Haut, aber das hat meine Haut natürlich noch angeregt, noch mehr Teig zu produzieren, weil ich natürlich von außen versucht habe, die auszutrocknen, musste die von innen heraus praktisch mehr Teig produzieren. Deswegen, ja, macht das nicht. Macht das wirklich nicht. Und die dritte Sache, die ich falsch gemacht habe, meiner Meinung nach, ich habe einfach die falschen Sachen gegessen und ich habe nicht genug Wasser getrunken. Das ist auf jeden Fall auch ein riesengroßer Faktor von innen heraus. Was du in dich rein tust, was du praktisch isst, das bist du, sagt man ja. Also was du isst, das bist du. Nee, du bist, was du isst, das sagt man immer. Genau. Und so war das natürlich auch. Ich habe halt einfach viel zu oft Süßigkeiten gegessen. Ich habe oft Chips, also fettige Sachen gegessen. Und ich meine, wenn man noch jünger ist, dann macht man das ja einfach auch. Man macht sich ja nicht so viel Gedanken, zumindest habe ich das nicht gemacht, wie sich das auf meinen Körper auswirkt. Und ich habe das nicht früh genug gecheckt, was für eine Auswirkung das auf meine Haut hat. Natürlich spielen ja auch noch Hormone eine Rolle und dass ich da so in mein Teenagerjahr gekommen bin, auf jeden Fall. Aber ich glaube, hätte ich das gelassen, hätte meine Haut nicht so reagiert, auf jeden Fall. Dann natürlich auch Wasser, eine riesengroße Rolle. Ich habe nicht genug getrunken, definitiv nicht. Ich glaube, ich kam so auf 1 Liter am Tag oder so. Das war auf jeden Fall nicht genug. Also viel mehr Wasser trinken, lässt die Haut auf jeden Fall nicht so austrocknen. Und auch noch eine Sache, ich habe früher auch schon gern viel Sport gemacht. Und das ist ja auch wirklich gut und es tut der Haut auch gut. Oder im ganzen Körper tut es gut, Sport zu machen. Aber wascht euch danach das Gesicht. Also ich hätte mir damals vielleicht eher gleich das Gesicht waschen sollen, weil immer wenn man schwitzt, dann lagert sich dieses Salz ja auf der Haut ab, sag ich mal, oder halt der Schweiß halt. Und kann auch dazu führen, dass Poren verstopfen. Gut, das waren so meine Fehler erstmal. Jetzt zu den inneren Sachen, die ich tue, damit meine Haut so aussieht. Ich habe bestimmte Sachen aus meiner Ernährung rausgekickt, beziehungsweise ich esse sie fast gar nicht mehr. Das Offensichtlichste natürlich Zucker. Ich esse eigentlich gar keinen Zucker mehr. Bis halt auf, wenn es schon so im Essen drin ist und Fruchtzucker auf jeden Fall. Also ich esse Früchte auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Aber so, wenn Haushaltszucker, ganz normaler weißer, brauner Zucker irgendwo also drin ist, wie in Süßigkeiten oder in Kuchen oder so. Okay, Kuchen esse ich schon auch noch, aber in sehr geringen Mengen. Und genau, Süßigkeiten habe ich eigentlich, esse ich keine mehr, weil ich sie auch nicht mehr kaufe. Das ist natürlich das Einfachste, wenn man sie nicht kauft, dann isst man sie auch nicht. Zu Festtagen oder Anlässen esse ich schon noch Kuchen oder so. Das lasse ich mir nicht nehmen. Aber wenn es sich vermeiden lässt, dann lasse ich es auf jeden Fall. Dann habe ich auch noch komplett Milch aus meiner Ernährung entfernt. Also wenn es schon irgendwo drin ist, wie gesagt, dann kann ich nichts dagegen tun. Aber wenn mein Müsli oder so pur, trinke ich keine Milch mehr. Aber ich nehme immer irgendwas Ersatzmäßiges. Sojamilch, Reismilch, Hafermilch. Kokosmilch, es gibt so viele Ersatzmöglichkeiten und die finde ich auch super gut, deswegen lasse ich das auf jeden Fall auch, weil Zucker und Milch regen die Teigproduktion an und ja, äußern sich einfach sehr schnell in der Haut, beziehungsweise bei mir hat sich es halt extrem schnell geäußert. Ich habe dadurch ganz, ganz schnell irgendwie hier Pickel bekommen.
Das war so meine Zone irgendwie, wenn ich irgendwas Ungesundes esse. Und wenn ich auch jetzt Zucker esse oder so, merke ich schon, dass man mal irgendwo ein Pickel auftaucht. Deswegen sind diese zwei Sachen aus meiner Ernährung auf jeden Fall raus. Etwas, was ich wirklich sehr, sehr reduziert habe, ist Weizenprodukte. Also Weizen in Brot. Also ich esse kein Weizenbrot oder keine Weizennudeln. Ich habe gelesen oder gehört, natürlich sind das alles nur Erfahrungen oder Sachen, die ich halt gelesen habe. Ich bin kein Spezialist oder so. Aber dass Weizen halt irgendwie den Darm verklebt, sag ich mal, ist auf jeden Fall nicht das Beste so für den Körper. Deswegen habe ich das jetzt auch mal rausgelassen. Kann man auch einfach mit Dinkel ersetzen. Ist halt einfach besser und ist nicht so schwer zu ersetzen. Deswegen habe ich es einfach mal gelassen. Dann auch, wie oft ich mein Gesicht reinige. Also ich reinige es wirklich einmal am Tag. Es reicht komplett. Immer abends komplett einmal reinigen. Alle meine ganze Pflegeserie durch, die ich euch gleich zeigen werde. Morgens nur mit Wasser oder mit Rosenwasser. Einfach was Sanftes auf jeden Fall und eincremen. Okay, jetzt kommen wir zu meiner Gesichtspflegeroutine. Alle Produkte, die ich euch zeige, sind nicht irgendwie gesponsert oder sonst irgendwie. Ich zeige sie euch, weil ich sie schon lange benutze jetzt. Also zwei Sachen davon benutze ich seit Weihnachten und das hat wirklich alles geändert, weil letztes Jahr war meine Haut wirklich nicht mehr gut. Ich zeige euch auf jeden Fall Bilder, wie sie Ende des Jahres aussah und wie sie das ganze letzte Jahr aussah und wie sie jetzt aussieht. Seht ihr ja, aber ich habe jetzt kein Make-up drauf. Ich habe wirklich nur Wimperndusche drauf und ja, so sieht sie aus und ich bin so glücklich und so zufrieden. Die allererste Sache, die ich wirklich sehr lange benutze oder benutzt habe, auch gerade in letzter Zeit wieder benutze, weil mein anderer Pflegeschaum leer ist. Deswegen habe ich das immer benutzt und das benutze ich schon so lange oder habe ich auch sehr, sehr lange Zeit benutzt und war damit immer super zufrieden, weil das reinigt deine Haut wirklich und trocknet sie aber nicht aus. Und das war mir so wichtig, weil das habe ich ja früher immer falsch gemacht. Und das ist einfach eine sehr sanfte Reinigungscreme so, die aber trotzdem wirklich das ganze Gesicht reinigt und bei mir auch meistens immer schon das Make-up mit abgemacht hat. Bekommt man im Rossmann, kostet 2 Euro, glaube ich. Und das ist, glaube ich, das Einzige, was ich wirklich aus dem Drogeriemarkt habe und was ich super finde. Ich habe mich da durchprobiert, durch alle Marken, glaube ich. Und das war wirklich das Beste, was ich finden konnte. Etwas anderes, das ich eine Zeit lang ausprobiert habe, habe ich mir letzten Sommer gekauft, fast exakt vor einem Jahr, war das hier. Das ist von Salted Beauty. Vielleicht kennt ihr die Marke, wird von Influencern empfohlen und habe ich auch deswegen gekauft. Habe ich nämlich in einem Set gekauft. Das Set kann ich nicht so ganz empfehlen, weil ich finde, die Produkte von Salted Beauty sind, finde ich, austrocknend. Zumindest war das meine Erfahrung. Meine Haut hat so darauf reagiert. Aber den Schaum fand ich gut. Hat jetzt nicht Make-up abgemacht oder so, aber hat trotzdem ganz gut gereinigt. Aber das andere kann ich euch wirklich zu 1000% empfehlen. Okay, machen wir weiter. Also ich mache das nach Reihenfolge, wie ich es anwende. Die zweite Sache mache ich immer ein Rosenwasser. Ich finde, es beruhigt einfach die Haut super und spendet gleich nochmal irgendwie Feuchtigkeit. Das nimmt auch nochmal so den letzten Rest an oberflächlichem Schmutz so ab, sage ich jetzt mal. Deswegen, ja, kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Ist eigentlich total unwichtig, was man da für eins benutzt. Ich habe halt das, weil da so krass viel drin ist. Genau, habe ich von Amazon. Ich verlinke alles in der Infobox. Wenn euch ein Produkt davon interessiert und ihr es vorhabt zu kaufen, dann würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr es über meinen Link in der Infobox bestellt. Ich bekomme dafür eine kleine Provision. Es verändert sich aber überhaupt nichts im Preis. Deswegen schaut einfach gerne mal nach. Und wenn ihr was kaufen wollt, dann würde es mich sehr, sehr freuen. Aber kein Druck oder sonst irgendwas. Okay, das nächste Produkt, Leute, das ist... Das hat alles verändert. Das hat wirklich für mich alles verändert. Und zwar, das ist auch leider ein bisschen teuer, aber es hat so viel bewirkt bei mir. Das ist das Paula's Choice Exfoliate. Das ist ein Exfoliator, obviously. Und der nimmt halt so die Hautschuppen und die trockenen und Unreinheiten, die oberflächlich auf der Haut sind, so ab. Öffnet auch so ein bisschen die Poren und macht die Haut einfach super schön weich und gepflegt irgendwie. Also ich merke halt vor allem, wenn ich Pickel habe oder so, und ich habe das benutzt, dass sie extrem schnell dann weggegangen sind. Also sie sind schnell abgeheilt und sie sind auch nicht erst richtig aufgetaucht. Wenn ich gespürt habe, okay, da kommt einer, habe ich das so halt im Wattepad einfach aufgetragen und habe das dann so gereinigt. Und das kostet, glaube ich, 30 Euro oder so. Also das habe ich mir zu Weihnachten gewünscht und ich finde, das ist absolut wert. Also wenn es leer ist, werde ich es mir nachkaufen, weil es so krass was bewirkt hat. Ihr seht es ja selbst, also wenn ihr mal die Bilder davor und danach seht, das ist eine Weltenunterschied für mich. Als letztes noch natürlich der Moisturizer, also halt die Pflegecreme, Pflegefeuchtigkeitscreme. Das hier fand ich richtig gut, das ist von meiner Mom. Aber das benutze ich jetzt auch schon echt eine Zeit lang und ich habe nur gemerkt, dass es nur gut war für mich. Das ist so eine schwedische Creme, keine Ahnung, kostet 5 Euro auf Amazon, ist jetzt nicht so teuer. Und da ist extrem viel drin, also da sind 200 Milliliter drin. Und das ist wirklich viel. Okay, sieht gar nicht. Boah, die riecht so gut. Auf jeden Fall habe ich die mal benutzt. Das ist eine ganz normale Feuchtigkeitscreme. Genau, also die kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Verlinke ich in meiner Infobox. Ich habe mir inzwischen die da jetzt gekauft. Die kommt nächste Woche, glaube ich. Heute ist Freitag.
Und die soll auch sehr, sehr gut sein. Werde ich mal ausprobieren und dann sehen wir weiter. Zum Schluss möchte ich eigentlich noch sagen, dass das auf jeden Fall besser wird. Und wenn du gerade irgendwie, keine Ahnung, 12, 13 bist und du merkst, okay, ich krieg Pickel und das ist wirklich schlimm, dann sage ich euch, es mag am Anfang schlimm sein, aber es wird auf jeden Fall besser. Und wenn ihr wirklich schlimm damit zu kämpfen habt, dann geht auf jeden Fall zum Hautarzt. Die wissen immer noch am besten, was zu tun ist. Ansonsten hoffe ich wirklich, ich konnte euch irgendwie helfen mit dem Video oder irgendwie unterhalten, keine Ahnung was. Lasst mir auf jeden Fall eure Story so in den Kommentaren da, würde mich auch interessieren. Ansonsten habe ich für euch auf jeden Fall auch eine Videofrage dort, beantworte mir die sehr, sehr gerne. Dann hoffe ich, wenn euch das Video gefallen hat, ihr mir einen Daumen nach oben gebt und ein Abo da lasst. Wenn ihr das Video bis hier geschaut habt, dann kommentiert mal das in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, wer bis hierhin geschaut hat. Und ich hoffe, es geht euch auf jeden Fall gut und wir sehen uns ganz, ganz bald wieder und bis dahin, ciao, ciao!